Ja, grüezi miteinander. Ich möchte Sie hier begrüßen zu einem nächsten Video, zum Video 11 im passiven Bewegungsapparat. Wir haben im letzten Video haben wir zum Schädel die einzelnen Schädelknochen angeschaut. Jetzt bleiben wir noch kurz beim Schädel und schauen uns etwas zu den sogenannten Suturen und Fontanellen an. Also den Begriff Sutur kennen Sie vielleicht sonst aus der Obsttechnik oder so. Die Sutura ist ein lateinischer Begriff und bedeutet so viel wie Naht. Und hier sind jetzt also die Schädelnähte mit gemeint. Das sind also diejenigen Stellen, an welchen die Schädelknochen aufeinander stoßen. Also diese Suturen, die sehen bei Erwachsenen und bei Neugeborenen sehr unterschiedlich aus. Ich habe ja hier eigentlich den Schädel. Ich nehme da mal die Schädelkalotte weg. Dann sehen wir das vielleicht etwas besser. Also hier vorne wäre die Nase oder hier haben wir die Stirn. Und da haben Sie jetzt die sogenannte Kranznaht. Also Sie sehen hier, stoßen also die beiden, also hier haben wir das Os frontale, das Stirnbein, und hier haben wir das Os parietale, das Scheitelbein. Also beim Erwachsenen stoßen die beiden Schädelknochen also eng aneinander und sind hier sogar sehr stark verzahnt. Also wir haben nirgends eine Lücke. Das ist also stabil. Bei Neugeborenen ist das so, da sind also diese Schädelknochen noch nicht ineinander verzahnt. Da bilden die Suturen dann breite, bindegewebige Lücken. Und das hat einfach damit zu tun, der kindliche Schädel, der muss sich verformen können, wenn das Kind durch den Geburtskanal hindurchkommt. Also wir haben bei Neugeborenen breite, bindegewebige Suturen. Und die erlauben eben diese Verformbarkeit des Schädels während der Geburt. Und ebenso bieten sie Platz für das wachsende Gehirn. Gut, das wären die Neugeborenen. Bei den Erwachsenen, bei den Adulten, kommt es zu einem vollständigen Verschluss dieser Suturen, also diese Verzahnung. Das kann etwas dauern, also die Röhrenknochen zum Beispiel, welche die Höhe des Skelettes definieren. Die sind ungefähr Ende Pubertät, sind die also ausgewachsen, da sind die Epiphysenfugen verschlossen. Beim Schädel dauert das noch etwas, der verändert, der kann sich schon noch verändern und etwas weiter wachsen. Das kann also bis 25 Jahre und im Extremfall bis 40-jährig dauern. Also der Schädel ist eigentlich der Teil des Skelettes, der zuletzt
sein Wachstum abgeschlossen hat. Die Ausnahme ist die Stirnnaht, das sehen wir dann direkt, um welche Naht es sich handelt. Die verschließt sich sehr früh. Vor dem zweiten Lebensjahr. Ja. Also die verschließt sich sehr früh. Es kommt immer wieder vor, dass Kinder auf die Welt kommen, bei welchen diese Suturen überhaupt vorzeitig verschlossen sind, und die muss man dann operativ muss man die aufmeißeln, eben damit das wachsende Hirn Platz hat, sonst hat das Gehirn keinen Platz. Gut, also das wäre etwas zu den Suturen. Dann gehen wir weiter zu den sogenannten Fontanellen. Das kommt auch aus dem Lateinischen und heißt so Brunnen oder Quelle oder einfach etwas, was sprudelt. Und bei den, die alten Anatomen haben diese Stelle halt Quelle genannt, weil wenn man da drauf drückt, wenn man da etwas palpiert, dann spürt man drunter den Puls. Also übertrieben gesagt, spürt man darunter etwas sprudeln. Also so ist es nicht. Und sie brauchen auch sehr gut die Kenntnis und sehr gutes Fingerspitzengefühl, Tastgefühl, dass sie das überhaupt merken. Aber die alten Anatomen haben das gehabt und haben das können und so. Und haben diesen Stellen dann eben Quelle oder Fontanelle gesagt. Und das sind diejenigen Stellen, an welchen mehrere Schädelknochen aneinander stoßen. Oder bei den Suturen haben wir eigentlich zwei Schädelknochen, die aneinander stoßen. Und bei den Fontanellen stoßen jetzt mehrere Schädelknochen aufeinander. Und so entstehen große bindegewebige Lücken. Ja, Sie können ja hier. Also große bindegewebige Lücken, groß ist relativ, also es handelt sich um ganz, ganz wenige Quadratzentimeter oder Quadratmillimeter. Diese Lücken, die sind dann halt auch dafür verantwortlich, dass es zu einer unvollständigen knöchernen Abdeckung des Gehirnes kommt. Also das ist an sich nicht schlimm. Wir haben zwischen dem Gehirn und dem Schädelknochen haben wir noch die Hirnhäute. Das sind mehrere Schichten von teilweise recht stabilen Membranen. Also die fühlen sich dann an, wenn man das alles zusammennimmt, wie ein dünnes Leder. Also das ist nicht so, dass dann direkt unter subkutan durch diese Fontanellen hindurch das Gehirn verletzbar wäre oder so. Also da haben wir dann schon noch weitere Schutzmechanismen. Gut. Und die sind dann halt, das sehen wir nachher auf einer Abbildung, die sind diese Fontanellen, die Anordnung der Fontanellen, die sind halt ganz, ganz wichtig bei der Geburtshilfe.
Der Geburtshelfer kann durch das Tasten der Fontanellen eruieren, wie das Kind im mütterlichen Geburtskanal drin liegt und kann dann dementsprechend die geburtshilflichen Handgriffe und Techniken einleiten, damit die Geburt möglichst gut vonstatten geht. Also auch hier vielleicht schnell zuerst etwas zu den Neugeborenen. Da gibt es mal zwei große Hauptfontanellen. Das ist mal einerseits die sogenannte große oder Stirnfontanelle. Und dann haben wir die kleine oder die Hinterhauptfontanelle. Und dann gibt es eben noch diese Seitenfontanellen. Also hier können Sie, wenn Sie wollen, können Sie das noch so dazu nehmen. Das sind Orientierungspunkte für den Geburtshelfer oder für die Geburtshelferin. Gut, also diese große und kleine Fontanelle. Und dann haben wir dann noch die sogenannten Seitenfontanellen. Von denen gibt es mehrere, aber die sind nicht tastbar während der Geburt. Die spielen dann eine untergeordnete Rolle. Da schreiben wir uns einfach auf, dass es die gibt. Gut. Also, Sie haben jetzt, wenn wir zuerst etwas zu den Suturen anschauen, haben Sie hier dieses Arbeitsblatt mit dem Dateinamen Schädel 2. Ja, da schauen wir jetzt eben, wie gesagt, so von oben her auf das Schädeldach drauf. Und hier wären jetzt die beiden Stirnbeine, also die Ossa frontalia, die beiden Os frontale, die hier zusammenwachsen. Aber diese Sutur, wie gesagt, die verknöchert halt sehr, sehr früh. Aber wir schreiben sie uns trotzdem auf. Also die Nummer 1 wäre die Stirnnaht. Oder die Sutura frontalis. Gut, dann haben wir als 2 diejenige, die hier so oben durchgeht. Also stellen Sie sich so ein Haarband vor oder ein Diadem oder so etwas, was Sie sich auf den Kopf stecken und in dieser Situation, also so wie ein Diadem oder wie eine Krone, verläuft diese Sutur und die wird dann dementsprechend Kranznaht oder Sutura coronaria genannt. Oder Sie können sich ja auch einen Blumenkranz vorstellen, den Sie sich in die Haare stecken, so vom einen Ohr zum anderen Ohr. Gut. Und dann haben wir eine Sutur, die verläuft in diese Richtung. Und wenn Sie sich da vielleicht noch erinnern, also diese Richtung, das ist ja die Sagittalebene. Oder Sagittalis, Sagitta, auf Lateinisch der Pfeil, also der, wenn Sie auf jemanden einen Pfeil abschießen, dann steckt der Pfeil von vorne nach hinten in der Person drin.
Und hier haben wir jetzt also die Pfeilnaht, die von vorne nach hinten verläuft. Das ist jetzt hier dementsprechend die Sutura sagittalis. Gut. Und hier zu hinterst haben wir jetzt noch die Lambda-Naht. Das muss ich vielleicht nachher noch schnell erklären, wie dieser Begriff zustande kommt. Lambda-Naht oder die Sutura lambdoidea. Also wenn wir, ja, wir sehen es hier am Schädel nicht, aber wenn wir so schnell einen Zettel suchen, wenn wir den Schädel von hinten her anschauen, so ungefähr, also hier wäre das Foramen Magnum, da geht es dann zur Wirbelsäule und hier ungefähr haben Sie diesen Vorsprung, das Occiput, also wo Sie die Hand hinlegen können. Und jetzt haben Sie die Pfeilnaht, also dieser Sutura sagittalis, die kommt jetzt irgendwie da so, also im Prinzip unter dem Scheitel kommt sie oben durch nach hinten. Und dann haben Sie ja hier das Os occipitale, also hier stoßen dann, also hier wäre das Os parietale, hier auch Os parietale und hier ist das Os occipitale. Und mit etwas Fantasie, eine schnelle Farbsuche, mit etwas Fantasie sehen Sie hier ein griechisches Lambda. Also das Lambda ist der griechische Buchstabe, ja, für L, Lambda. Es gibt unterdessen eine Coronavirus-Variante, das ist die Lambda-Variante, die ist jetzt heute, zum Zeitpunkt, wo ich jetzt da Video mache, ist die Lambda-Variante in Peru auftreten. Also Buchstabe aus dem griechischen Alphabet und deshalb ist diese, nachdem ist diese Naht benannt. Gut. Ja. In netter. Da können wir uns das mal auf der Seite 16 anschauen. Also da schauen Sie mal hier von oben auf das Schädeldach drauf. Hier vorne wäre eben hier wäre die Nase. Hier haben Sie das Stirnbein, das Os frontale und da haben Sie jetzt also diese Sutura coronalis. Hier haben Sie die Sutura sagittalis und da hinten oder da ist es jetzt etwas besser dargestellt. Hier sehen Sie also diese Sutura lambdoidea. Ja, hier haben Sie die Seite 13, also da sehen Sie hier dieses Os occipitale. Gut. Ups. Also das wäre mal so ein Arbeitsblatt zu den Suturen. Dann haben Sie ein zweites Arbeitsblatt mit dem Dateinamen Schädel 3. Und da sehen Sie jetzt also einen kindlichen Schädel, wo wir uns die Fontanellen anschauen können. Also hier sehen Sie jetzt also diese verschiedenen Schädelknochen, die aneinander stoßen. Oder wir haben uns ja das vorhin so definiert gehabt, dass die Fontanellen diejenigen Stellen sind, an welchen mehrere Schädelknochen aneinander stoßen. Und das haben Sie hier jetzt also. Os frontale, os parietale oder Sie haben jetzt 1, 2, 3, 4 Knochen, die hier aneinander stoßen. Und so entsteht da oben auf dem Kopf, oben auf dem Stirn entsteht jetzt die große oder Stirnfontanelle.
Und die hat jetzt so eine Rautenform. Also eine Raute, das wissen Sie vielleicht noch aus dem Geometrieunterricht, das ist ja ein zerdrücktes Quadrat. Also diese Stirnfontanelle, diese große Fontanelle, die ist so rautenförmig. Und hier hinten, das sehen wir jetzt, ich habe nur diese Abbildung, da wäre dann die kleine oder eben diese Hinterhauptfontanelle und die ist dreieckig. Ich habe jetzt hier den Erwachsenenschädel noch einmal. Also mit hier vorne wäre die Nase da. Und jetzt hier haben wir die Sutura coronaria. Und da, man sieht es halt einfach schlecht, weil es ist halt so gut verknöchert, oder? Hier wäre diese Sutura sagittalis, also diese Pfeilnaht. Und da wäre dann die Lambda-Naht. Das heißt, wir haben 1, 2, 3 Knochen, die hier aufeinander stoßen. Und wenn es dann eine Lücke gibt, dann ist diese kleine Fontanelle dreieckig, oder? Die andere hier ist 1, 2, 3, 4, die ist so rautenförmig. Das ist jetzt viel zu groß, was ich hier mache, aber es ist einfach nur für das Verständnis. Also, das ist die Nummer 2, die kleine. Oder Hinterhauptfontanelle. Die ist dreieckig, wie gesagt. Das noch ein bisschen größer. So. Eben und diese beiden Fontanellen, die dienen dann für den Geburtshelfer oder die Geburtshelferin zur Orientierung des Kindes, also zur Lage des Kindes im Geburtskanal. Also normal kommt ein Kind so mit eingezogenem Kinn auf die Welt. Ich habe das nochmal schnell so zeichnen. Also Sie haben jetzt hier die Mutter, also wenn Sie so eine Steinschnittlage haben der Mutter, und jetzt kommt das ist jetzt viel, viel zu groß, aber es geht ja jetzt nur um das Verständnis, oder? Im Normalfall kommt das Kind so mit eingezogen. Hier wäre dann die Nase des Kindes, oder? Aber das zieht sich jetzt, das zieht das Kind so an. Das kommt eigentlich mit dem Hinterkopf voran auf die Welt. Dann haben Sie dann eigentlich hier so die Hinterhauptfontanelle und da vorne wäre dann die Stirnfontanelle. Oder es ist sogar so, also dass das Köpfchen ist so ein, also das Kind zieht das Köpfchen so fest an. Sie merken also nur hier die Dreiecksfontanelle. Oder der Geburtshelfer, der tastet dann das Köpfchen im Geburtskanal ab. Und merkt dann an der Form der Fontanelle, die tastbar ist, wo ist die Nase. Also die sieht man ja noch nicht, die ist ja noch in der Mutter drin. Und je nachdem tue ich dann die entsprechenden geburtshelferischen Griffe einleiten oder nicht. Es kann auch sein, also eben im Normalfall, Kinn nach unten auf das Brustbein, dann kommt das da hier nach vorne. Wenn jetzt aber ein Kind mit der Nase nach oben auf die Welt kommt. Die Nase sehe ich immer noch nicht, die ist immer noch im Geburtskanal. Dann taste ich eher so etwas. Oder? Dann kommt das Kind im Prinzip mit der Stirn voran auf die Welt und nicht mit dem Hinterkopf voran. Und dann muss ich etwas anderes machen als Hebamme oder Hebammerich oder so. Gut. Also das wäre,
hier etwas noch zu diesen Fontanellen. Und dann haben wir hier noch die Nummer 3, also eben das sind dann noch so verschiedene Seitenfontanellen, die wir da noch dazu nehmen können. Gut, und schön sehen tun Sie das im Netto auf der Seite 21. Genau, da haben wir das Kind, den kindlichen Schädel, den Schädel des Neugeborenen. Also hier sehen Sie diese Suturen, diese breiten bindegewebigen Lücken zwischen den Schädelknochen. Hier haben Sie die große Fontanelle, hier hinten wäre die kleine Fontanelle und so sieht das dann aus, wenn wir uns das von oben her anschauen. So, das ist so ein Muster, das man dann auf dem Köpfchen des Kindes ertasten kann. Gut, also das wäre noch der Abschluss zum Schädel gewesen. Besten Dank.